Moin, moin Leute und willkommen zurück zu Pokémon Go PvP Superliga. Ah, ja, wie ihr sicherlich sehen könnt, gibt es mein Team sozusagen jetzt mal eine kleine Änderung. Nämlich habe ich jetzt Panzer-Heron mit ins Feld geholt. Ah, ja, ein neues Pokémon in meinem Team. Ja, wie gesagt, mit dem habe ich ehrlich gesagt noch nie gespielt und deswegen bin ich mir noch gar nicht so sicher, wie gut er wirklich ist. Ich blende euch jetzt mal kurz hier mal meine selbst erstellte Tabelle ein wieder mit den richtigen Werten. Ja, hier seht ihr, wie gesagt, der schöne große Vorteil zu Panzerion ist, dass er sehr viele, also sein Basiswert, dass er sehr hohe, gute Basiswerte hat. Ja, aber jetzt würde ich sagen, legen wir mal los. Erster Gegner, JVF 5000. Panzerion, wie sieht's aus? Galopphasen. Oh, nee, natürlich. Natürlich muss jetzt ein passender Konter zu Panzerion kommen. Jetzt, natürlich, genau jetzt, Alter. Danke, dass ich jetzt sofort wechseln muss. Natürlich wechselt er. Aber Unlicht. Oh, das ist gut. Barrikadax. Oh, Wuchtschlag. Perfekt. Barrikadax, oder? Ja, das war doch gerade im Barrikaden. Okay. Keine Ahnung. Ich habe gesehen, das war ein Unlicht-Pokémon. Da setze ich einfach Kampftyp ein. Bam. Sehr effektiv. Knogger? Oh nein, Knogger, das ist aber nicht gut. Hau ich einen Wuchtschlag wieder rein? Schattenknochen ist sehr stark, ich schilde. Und dann wechsle ich. Sofort, na, ich kann nicht wechseln, scheiße. Oh Mann, 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 Mist, Mist, egal. Jetzt hau ich einen Pfefferchen Wuchtschlag rein. Schauen wir mal, ob er auch schilden tut. Ja, auch nicht schlecht, er schildet. Ja, vielleicht schaffe ich es ja sozusagen in zwei Schilde auszulocken, alle nicht mit dem Eishieb. Pfeffer ich ein Eishieb rein. Köder ich ihn mal. Weil ich weiß, Quappo hat gegen Knogger keine Chance, so viel ich weiß. Oder eh. Oh nein, er hat nicht geschildert. Oh, du Sack, da hätte ich gleich den Wuchtschlag einsetzen können. Ich schilde wieder. Weil auswechseln kann ich ja leider nicht. Das ist das Problem. Hätte ich meinen Quappo schon längst ausgewechselt und Barrikadex eingesetzt. Ach so, ja, jetzt kann ich wechseln, egal. Ich hau noch einen Wuchtschlag rein, in der Hoffnung, dass er schilden tut. Und dann wechsle ich zu Barrikadax. Obwohl, vielleicht soll ich, oder ich bleibe einfach mit Quappo drin. Ah, nee, ich wechsle zu Barrikadax. Komm mal, ist mir egal jetzt. Zack. Das wird schon wieder die Knochenkeule sein. Aber der schöne Vorteil ist, ich weiß, ein Barrikadax ist ein Pokémon von Typ Unlicht und deswegen macht es nicht so viel Schaden. Ganz wenig. Aber dafür mache ich auch nicht Schaden mit meiner Sofortattacke Geist und. Okay, er hat zuwächst Galoppa. Auch nicht schlecht. Hau ich jetzt mal hier meinen Nachthieb rein und hoffe, dass ich einen Angriffsboost kriege. Nein, kriege ich nicht. Oh Mann, 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 warum nicht? Gib mir Angriffsboost. Schilden kann ich nicht mehr. Und er kann, glaube ich, auch nicht mehr schilden. Das heißt, jetzt können wir wieder richtig kämpfen. Schlagbohrer. Oh, das ist sehr stark. Nachthieb, 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 komm einmal. Dann Nachthieb gegen Knogger. Yes, sehr schön. Bam. Nachthieb und tschüss, das war's. Perfekt. Sehr schön. Erster Sieg. Oh. Erster Sieg mit meinem Panzer und sozusagen, obwohl ich ihn gar überhaupt nicht eingesetzt habe. Dann gleich mal der nächste Kampf. Was wird hier eingesetzt? Was setzen Sie hier ein? Ika. Panzer. So. Selbst Psycho. Auch nicht schlecht, gut. Psycho macht gegen Stahl nicht so viel Schaden, soviel ich weiß. Ist halt die Frage, welche Attacke ich jetzt hier einsetze: Himmelsfeger oder Lichtkern? Ah, machen wir Himmelsfeger. Vielleicht tut ihr ja schilden. Oh, hoi, was ist das denn hier? Hey. Ja, tut hart geschildert, okay, perfekt. Hauen wir nochmal Himmelsfeger rein. Unlicht. Hau mal Quappo ins Feld. Mit einem Wuchtschlag. Ja, gegnerische Attacke, ich schilde. Schauen wir mal, was er für eine Ladeattacke hat.
Klammer. Ist Klammer eine Normalattacke? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Klammer, Klammer, Klammer. War das eine Normal- oder war das eine Unlichtattacke? Ich weiß es nicht. Egal, egal. Jawohl, er hat keine Schilde mehr. Okay, perfekt. Hau ich nochmal einen Wuchtschlag rein, wenn ich es schaffe vor ihm? Nee, schaffe ich nicht. Das lasse ich jetzt mal durchgehen. Weil vielleicht brauche ich den Schild ja noch für nachher. Klammer. Okay, ja, okay, macht auch. Ist nicht so zu, weder zu viel noch zu wenig Schaden, aber. Ja, mit Wuchtschlag sollte ich ihn jetzt down kriegen. Bumm. Ciao, Krebutag. Oh, ein Flug-Pokémon. Oh, jetzt möchte ich gern wechseln. Eishieb, Eishieb, Eishieb. Ein Eishieb. Weil Eis ist gut gegen Flug, das weiß ich. So. Ah, ein Schild habe ich noch, Gott sei Dank. Ja. Sehr effektiv, perfekt. So, gut. So, jetzt habe ich mal endlich was gegen Flugala. Und das ist mein Panzer-Eon. In meinem alten Team hatte ich ja überhaupt nichts gegen Flug. Das war ziemlich ärgerlich. Ah, oh, scheiße, ich wollte eigentlich gar keine Flugattacke einsetzen. Nein, ich hätte eher auf Lichtkanone setzen sollen. Oder schildig? Obwohl. Himmelsfähiger. Ah, Flug. Ja, egal. Egal, jetzt kann ich ihn runterfahren. Ich überlege mal gerade, ob ich jetzt ihn runterfahren soll. Soll ich jetzt auf Himmelsfähiger setzen oder. Ah, nee, jetzt setzt er seine Ladeattacke ein. Was ist sie? Was ist das für eine Lade? Seher, Psycho. Scheiße. Okay. Barrikadax, jawohl, das ist perfekter Lade. Perfekt, genau das perfekte Pokémon. Einmal nachtieben, dann solltest du weg vom Fenster sein. Perfekt. Ich hatte. Oh, das war richtig cool. Ich hatte genau die richtigen Konter. Bäm. Ciao. Sehr schön. So, und nächster Kampf. Oh, was ist das denn wieder? Aditya 00077. Ich find's krass, Alter, was für einen Namen manche Spieler haben. Bestellen aus ewig ellenlang Buchstaben und Zahlen und so ein Zeugs. Uiuiui. Oh, hier bräuchte ich einen Nahkampf-Pokémon. Hier bräuchte ich eine Psycho-Attacke oder sowas. Das wäre schön. Kriege ich einen Himmelsfeger rein? Er wechselt zu Feuer. Ich hau einmal meine Ladeattacke raus und dann wechsle ich sofort zu Quappo. Weil, wie gesagt, Stahl und Feuer. Stahl verträgt kein Feuerchen, Alter. Sofort zu Quappo wechseln. Ah, das kann. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Wuchtschlag. Was macht mehr Damage? Oh, Mann. Oh, dieses Ma. Verzeihung. Oh, das kann sein, dass der Donnerblitz hat. Da muss ich ganz. Oh, da muss ich schilden, hey, Freunde. Das ist Feuerschlag. Da muss ich schilden, weil es kann sein. Weil ich weiß doch, das eine Magma-Event. Da konntest du dir ein Magma holen, es weiter bis zur Endentwicklung machen. Ja, genau. Und dann hätte es Donnerblitz erlernt. Einmal Wuchtschlag wieder. Schauen wir mal, ob er schilden tut. Wenn ja, nicht schlimm. Wenn nein, auch nicht schlimm. Er hat nicht geschildert. Perfekt. Sauber. Oh, Flug-Pokémon. Okay, Eis, Eis, Eishieb. Ein Eishieb, komm. Obwohl, ah, ich hätte lieber den Wuchtschlag nehmen sollen, weil der hat ja gar keine Schilde mehr, so viel ich weiß, ne? Oder irre ich mich? Nee, oh, Eis ist auch weg. Okay, neun, der nächste Eis. Soll ich schilden? Ja, komm, ich schilde. Körper hat noch ziemlich gut viel Leben, also. Was heißt gut für mehr als den je, deswegen. Och, da, ich würde sagen, da hau ich noch ein Eis rein und dann war's das. Dann soll es sicher down gehen. Komm. Bäm. Ja, weg. Jetzt kommt das nächste ein Kampf-Pokémon. Okay. Ah, es ist ein Hariyama. Stimmt. Ah, das ist bestimmt irgendeine Kampfattacke. Hoffentlich Nahkampfbeispiel. Kraftkoloss. Ja, auch nicht schlecht. Das ist auch gut. Das ist auch gut, Kraftkoloss. Weil wie ihr sagt, seht ihr, dass der Nachteil Angriff, Verteidigung sinkt vom Gegner. Ich würde sagen, Kampf, ja. Nee, Kampf macht gegen Stahl nicht so viel, oder? Obwohl, nee, ich bin. Ach, stimmt, ich bin ja von Typ Flug.
Oh fuck, der macht ja ordentlich Damage, der Typ. Egal, ich kann nicht runterfahren. Perfekt. Sehr schön. Wäre mein Stahl-Pokémon nur von rein Typ Stahl her, dann würde er, was Kampf betrifft, glaube ich, im Nachteil sein, ja. Stimmt, ja, stimmt. Kampfattacken. Ja, Attacken von Typ Kampf machen gegenüber Stahl doppelten Schaden, also zusätzlich extra Schaden, okay. Mr. Ruske. Okay. Panzerhero und ab ins Feuer. Oh, Alter, sag mal, was gibt's denn hier? Warum? Sag mal, da spiele ich zum ersten Mal mit Panzerhero und jetzt kommt jetzt jeder ein Feuer-Pokémon als allererstes ein. Wie ist denn, was geht denn hier jetzt schon wieder? Psycho. Oh Mann, willst du mich verarschen? Alter, Wuchtschlag, komm. Das gibt's doch nicht, ey. Willst du mich verarschen? Was geht denn hier ab? Jetzt bin ich natürlich im Nachteil. Mein Nachteil ist ein Psycho-Pokémon. Das macht mich ganz, das macht mein Quabo blitzschnell fertig. Vielleicht kann ich noch ein Icy reinhauen. Oh, ich hätte gleich mit Icy ködern sollen, ich Idiot. Jawohl, wenigstens sind die verdammten Schilder weg. Hey, Mann, Alter. Wie jeder die weg, Alter, das gibt's nicht, ey. Ich spiele zum ersten Mal wie Panzer und jeder setzt als allererstes einen Flammentyp ein. Ist das zu fassen? Nein, ich schille nicht. Ist vermutlich irgendeine Psychoattacke. Ziehstrahl, wusste ich's doch. Weil ich habe selber einen hier, Tiana, und ich weiß, was für Attacken das hat. So, Nachthieb. Du solltest weg sein. Tiana allgemein, die Tiana, die Evoli-Reihe, die haben nicht so viel Defense. Das ist nämlich der Punkt. Jetzt kommt er auch wieder. Oh, perfekt, gut, dass ich Kreuzhieb habe. Kreuzhieb, 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 Kreuzhieb. Komm, 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 komm. Ja, perfekt. Oh, sein. Ach ja, der Kerl, ah, der Bursche kämpft mit der Evoli-Entwicklung. Flamara, Tiana und Nachtara. Ich schilde mal. Schilde habe ich ja noch genug, weil das Problem ist, mein Panzerion kommt gegen Flamara überhaupt nicht an. Wenn mein Barrikadax down geht, ja, dann ist mein Panzerion auch ziemlich schnell am Ende. Ich schilde wieder. Komm. Deswegen, scheiße, genau das ist der Grund, weshalb ich jetzt im Prinzip den Kampf jetzt mit Barrikadax gewinnen muss. Was ist gewinnen oder was ist gewinnen? Ich versuche jetzt sozusagen meinen Barrikadax den Nachtaria platt zu machen und dann im zweiten Kampf Flamara so tief wie möglich down zu kriegen. Damit ich später mit meinem Panzerion nicht mehr so viele Probleme habe. Wie viel Schaden macht nochmal so eine Ladeattacke? Ich weiß es gerade gar nicht. Nicht so viel, ne? Schmarotzer ist ja eine Unlicht, deswegen sollte es nicht so viel Schaden machen. Ich denke mal, noch einmal Kreuzhieb, dann sollte er weg sein. Ach so, ja, Leute, wie gesagt. Ja, wie, nur damit ihr Bescheid wisst, Nachtara ist sozusagen das einzige Pokémon von der Evoli-Reihe, das sehr hohe Defense-Punkte hat. Das einzige übrigens. Deswegen verträgt er auch so viel. Ah, ich krieg noch einmal Nachtie. Perfekt. Sehr schön, Alter. Ah, scheiße, aber dem sein Ladetag ist jetzt aufgeladen. Ey. Scheiße, das bereitet mir Sorgen, Freunde, wirklich. Oh, wohl. Ah, scheiße, dem sein Ladetag. Ich weiß nicht, was seine Ladetag ist. Ah, Gott sei Dank nochmal Glück gehabt. Oh Leute, das war wirklich Glück, würde ich sagen, du. Dass mein Barrikadax es geschafft hat, dem so viel Leben runterzuziehen, dass er nur noch, keine Ahnung, 1, 2, 3 KP hat. Und dass dann mein Panzerion mit einem Schlag den weggefegt hat. Sonst hätte das Flamara seine Ladeattacke eingesetzt, das beispielsweise Feuersturm sein könnte. Ich glaube, dann wäre mein Panzerion ganz schnell am Ende gewesen. Ja. Dann wäre es mein Panzerion sowas vom weg vom Fenster, so in der Art. So, was haben wir jetzt? FKE war 12. Panzerhirn. Rihorn. Rihorn. Eieiei, ist das Boden? Ja, jawohl. Er hat eine Sofortattacke, die stark gegen mein Ding ist. Käfer, was ist gut gegen Käfer? Ich weiß es nicht. Himmelsfeger, stimmt. Flugattacken sind gut gegen Käfer, soviel ich weiß, ne? Oder? War das so? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh Mann, es hat geleckt. Habt ihr das gesehen, Alter? Deswegen habe ich nicht alle Bubbles erwischt. Was soll ich Scheiße, ey? Oh, Scheiße, Parasect muss weg, weil gegen meinen Quappo habe ich. Parasect macht meinen Quappo ganz schnell fertig, das weiß ich. Scheiße.
So, Lele, komm, 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 komm. Er schildert wieder, so, er hat keine Schilde mehr. Jetzt schilde ich, weil ich brauche meinen Panzerjong unbedingt noch. Gegen sein allererstes Pokémon, Rihorn, eventuell. Solarstrahl. Junge, also Junge, du bist auch einer, ey. Solarstrahl in einem PvP-Gefecht? Vor allem ganz am Anfang? Das ist nicht so schlau, ne? Das ist, glaube ich, nicht so schlau, Kumpel. Er hat keine Schilde mehr, jetzt hau ich die Lichtkanone ins Feld. Vielleicht schaffe ich es sogar mit meinem Panzerion alle drei platt zu machen. Das wäre ja richtig geil. Ah, nicht sehr effektiv. Scheiße, Alter. Gegnerische Attacke, Alter. Ich schilde. Ja, ich schilde und wechsle dann, richtig. Ja, ich wechsle auf jeden Fall. Ich brauche dringend. Ich hau Quappo ins Feld, Alter. Was? Wuchtschlag, ey, komm, Wuchtschlag, Wuchtschlag, weil das macht am meisten Damage. Oder hätte ich Barrikadax nehmen sollen? Ich weiß es ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Bumm. Boah, Wuchtschlag gegen Rihorn, perfekt, ey. Heieiei. Das war ja komplett fail. Okay, Eisstrahl sollte nicht so viel Schaden bei Quappo machen. Ist ja von Typ Wasser. Richtig, ja, perfekt, Junge. Komplette Aufladung umsonst. Jetzt hau ich noch einen Wuchtschlag rein, dann solltest du down, solltest du fast down sein. Komm schon, komm schon, komm schon. Bam! Oh, yes, yeah. Yes, baby. Oh, nein, Alter. Icy, nein, nein. Ich hätte einen Icy Brei raushauen sollen. Dann wäre er down gewesen. Nein. Ich hätte einen Icy Brei raushauen sollen. Was nehmen wir, was nehmen wir, was nehmen wir? Ach komm, Panzer, Panzer auch du, ne? Nehmen wir Panzer Eon. Kriege ich einen Himmelsfeger noch am Ende? Nein, egal. Ja. Sehr schön. So gefällt mir das. So gefällt mir das. Ich muss sagen, ja, Panzer Eon, du gefällst mir richtig gut, wirklich. Hä? Schon vorbei? Jawohl, Leute, ja, 5 Kämpfe, 5 Siege, perfekt, super, das finde ich gut. Ja, gut, also Leute, das war's dann, wie gesagt, das war's dann. Ich hoffe, hat euch gefallen. Und ja, Panzerion, muss ich sagen, ja, gefällt mir richtig gut. Vor allem, dass er vom Typ Stahl ist, und so viel, vor allem einmal ist er vom Typ Stahl und viele Attacken oder die meisten Pokémon machen im Stahl sozusagen nicht so viel Schaden, erstmal das und zweitens, sind die Defense-Punkte. Wie ihr vorhin in meiner Tabelle schon gesehen habt, was seine Defense-Basiswerte betrifft, sehr hoch. Im Nachhinein, ja, bin ich wirklich zufrieden. Guter Ersatz für Toxicroak. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.